denn da? Ich bin gespannt, ob wir auch was von dir bekommen werden. Wie ihr seht, bereite ich gerade Geschenke für Weihnachten vor. Ihr wisst, dass die Zeit vergeht so schnell und ich möchte vielen Menschen etwas schenken. Ich habe keine Ahnung, was ich noch kaufen soll. Vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen? Weißt du, wenn du viel Geld hast, dann kannst du viel kaufen. Dieses Jahr werde ich wahrscheinlich nicht viele Geschenke kaufen. Ich weiß nicht, wozu es alles gebraucht wird. Adam, du hast recht. Heutzutage können wir fast alles mit einem Klick kaufen und schon morgen ist es bei uns da. Ja, wir konzentrieren uns oft auf viele Dinge, die uns für eine kurze Zeit zufrieden machen. Und dann werden sie in eine Ecke gestellt, nicht genutzt, nicht mehr gebraucht. Ich denke, wir können in dieser Adventszeit darüber nachdenken, wer oder was mir die Fülle des Glücks gibt. Neben dem Kauf von verschiedenen Geschenken, die eine wichtige Weihnachtstradition sind, weil sie ein Ausdruck meiner Zuneigung darstellen, sollten wir ein anderes Geschenk erkennen, das wir erhalten, nämlich Gott selbst, der im Geheimnis seiner Geburt in jedem von uns einen Platz finden will. Es ist gut, Geschenke zu überreichen, aber wir sollen auch wissen und ja, wir sollten auch wissen, wie wir sie annehmen können. Und wenn wir Gott freudig in unser Leben aufgenommen haben, wollen wir dieses große Geschenk mit anderen teilen, mit denen wir in unserem Alltag begegnen.